in der Klinik am Südring. Der Bodybuilder Patrick muss in der Notaufnahme behandelt werden, weil ihm eine schwere Hantel auf den Fuß gefallen ist. Den diensthabenden Assistenzarzt Patrick Berger wird die Ursache des Sportunfalls aber viel mehr beschäftigen als die eigentliche Fußverletzung des Patienten. So, dann schießt mal los. Was ist passiert? Der Patrick Schuster ist beim Sport, beim Hanteltraining, ist ihm die Hantel aus der Hand gerutscht und auf den Fuß geknallt. Okay. Also wahrscheinlich den Vorderfuß gebrochen. Wie schwer war die Hantel? Schmerzen, ne? Das kann ich nicht sagen, wie schwer. 30 Kilo war das. 30 Kilo. 30 Kilo, okay. Ja, wir haben etwas Novamin gegeben. Ja. Ist schon besser seit der Zeit. Dann lagern wir einmal um. Okay. Der Mediziner fragt sich, warum dem offenbar kräftigen Sportler plötzlich eine Hantel aus der Hand rutscht. Noch ist für den Arzt nicht abzusehen, dass eine Erkrankung dahinter steckt. Deshalb untersucht er zuerst den Fuß des 29-jährigen Patrick. Alles klar, ich danke euch. Ruhigen Dienst. Wir holen die Vakuumschiene später ab. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. So, okay, dann gucken wir uns das direkt mal an. Ordentlich. Oh, das sieht übel aus. Soll ich Röntgen anmelden? Ja, unbedingt, bitte. Ich würde das gleich direkt mal kühlen. Können Sie versuchen, den Fuß mal zu bewegen? Von selber mal. Geht das irgendwie? Kleinen Moment. Tut weh? Okay, dann lassen Sie mal locker. Ich bewege den jetzt mal und dann sagen Sie mir, ob das genauso weh tut, ja? Achtung. Okay. Der Trainer des Bodybuilders war bei dem Unfall dabei und hat die Freundin des Verletzten über das Unglück informiert. Die 25-jährige Denise ist seit 3 Jahren mit Patrick zusammen. Sein ständiges Training ist ihr schon lange ein Dorn im Auge. Hallo, ich habe hier die Frau Gerber, die Freundin. Moment. Okay? Ja, es ist okay. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Hier sind die Frau. Ich bin Frau Schuster, ich bin meine Freundin. Oh, okay, Frau Schuster. Frau Schuster, beruhigen Sie sich. Ja, okay. Wir untersuchen ihn gerade, er ist gerade mit dem Rettungsdienst reingekommen. Lassen Sie uns noch mal gucken. Das sieht alles aus, als wäre es gebrochen. Ja. Wie ist das jetzt genau passiert? 30 Kilo Hantel hatte ich jetzt vom Rettungsdienst mit übergeben bekommen. Was war da los? Ja, ich war am Trainieren und mir war halt ein bisschen schwindelig. Schwindelig? Ja, und dann ist mir die Hantel aus der Hand gerutscht. Okay. Und auf den Fuß gefallen. Okay. Wird Ihnen schon mal schwindelig? Ja, also nur, wenn ich beim Training bin in letzter Zeit. Ich weiß nicht, also ich habe nie irgendwelche Probleme gehabt. Oh, du trainierst ja auch wieder wie so ein Blöder. Die Vitalzeichen waren im Rettungsdienst normal, ne? Kannst du die bitte nochmal, mess die nochmal nach. Und guck mal bitte kurz am EKG, ob wir da irgendwas sehen. Wir werden uns dem Schwindel auf jeden Fall nochmal widmen, ja? Was mich jetzt aber vor allem interessiert, ist vor allem hier das Bein. Wir müssen nochmal Blut bitte abnehmen, ja? Einfach nur nochmal ein normales Blutbild und so weiter. Und Elektrolyte vielleicht. Gut, dann ruhen Sie sich jetzt erstmal aus. Schatz, Mann. Du siehst gut aus, so wie du bist. Du musst nicht so viel zum Sport gehen. Okay, mach mal das EKG mal an, bitte. Ja, aber so fühle ich mich nicht wohl, wie ich aussehe. Ja, du musst ein bisschen auf dich aufpassen, Schatz. Ja, ist okay. Okay, 90er Puls. Sie haben ja noch ein bisschen Schmerzen. Aber sonst sieht das wie ein ganz, ganz normales EKG aus. Sehr gut. Gut, also Blutabnahme, Röntgen. Und dann sehen wir uns nach dem Röntgen gleich hier wieder. Freundin Denise macht etwas anderes, noch größere Sorgen als die Fußverletzung ihres Lebensgefährten. Sie hat einen schlimmen Verdacht, warum der Unfall überhaupt passiert ist, und vertraut sich Patrick Berger an. Kann ich noch mal kurz mit Ihnen reden? Ja. Sie haben doch angesprochen, dass irgendwas mit Schwindel ist und dass er in letzter Zeit so viel Schwindelanfälle hat. Und vor 1,5 Jahren, da hat er so krass trainiert, dass er gedopt hat und der wollte unbedingt Nummer 1 werden und wollte halt im Bodybuilding total durchstarten. Ja, und dann haben die so eine Stichprobe gemacht und da wurde halt festgestellt, dass er gedopt hat. Und naja, dann ist er halt in ein tiefes Loch gefallen, weil er halt gesperrt war für den Test. Und also er war halt gesperrt für den Wettkampf. Beruhigen Sie sich erstmal, okay? Ja, es war so schlimm, einfach die Zeit danach. Und er war depressiv und unsere Beziehung ist fast daran kaputt gegangen. Und da hat er auch so Schwindelanfälle gehabt. Und jetzt habe ich irgendwie Angst, dass er wieder anfängt, weil er in den letzten Wochen, da trainiert er wieder so doll und er ist so viel im Fitnessstudio. Jetzt habe ich halt Angst, nachdem sie gesagt haben oder er meinte, dass er Schwindelanfälle hat. Er hat mir davon gar nichts erzählt. Okay. Und jetzt habe ich Angst, dass er wieder anfängt zu dopen. Wenn ich daran denke, ich fühle mich so wie vor 1,5 Jahren. Wenn er wirklich gedopt hat, dann weiß ich wirklich nicht, wie es mit unserer Beziehung weitergehen soll. Und das gerade jetzt,
nachdem wir unsere Beziehung wieder in den Griff bekommen haben. Also wir gucken jetzt erst einmal nach dem Fuß. Der sieht ja wirklich übel aus und ich möchte einfach sicher gehen, dass da nichts weiter kaputt ist. Das kann eine Weichteilschwellung sein, das kann ein Bruch sein. Und wenn wir diese Baustelle erledigt haben, dann gehen wir mal auf den Schwindel ein, okay? Und dann sprechen wir das auch nochmal durch und das untersuchen wir aber auch nochmal durch. Okay. Okay, gut. Nehmen Sie in der Wartezone Platz. Sobald er wieder zurückkommt, hole ich Sie mit rein und dann gucken wir weiter. Ja, okay, gut. Manchmal geben uns Angehörige zusätzliche Informationen, die der Patient selber uns verschweigt. Nichtsdestotrotz können wir nicht einfach irgendwelche Blutuntersuchungen anfordern. Es gibt Untersuchungen, die das Einverständnis des Patienten erfordern. Und in diesem Fall war ich doch gespannt, wie der Patient darauf reagieren würde, auf eine solche Anforderung bzw. auf einen solchen Vorschlag, da in solchen Fällen die Reaktion des Patienten uns bereits sehr viel über den Zustand aussagt. Bevor der Notfallmediziner die Dopingfrage klären kann, wird der Bodybuilder unerwartet heftige und besorgniserregende Beschwerden bekommen. Jetzt liegen Patrick Berger aber erst einmal die Röntgenbilder des verletzten Fußes vor. Der Radiologe hatte mich schon angerufen. Das ist nicht gebrochen, geprellt, ja, Weichteilgewebe ist auch ein bisschen lädiert, wie man da sehen kann. Wir machen da gleich einen Verband drauf. Sie müssen es kühlen, Sie müssen es ruhig stellen, mal für 2 Wochen absolute Sportkarenz, nichts machen. 2 Wochen. Und genau. Wolltest du wieder ins Fitnessstudio gehen? Ja, aber das muss zur Ruhe kommen. Es ist nicht gebrochen. Wenn es gebrochen wäre, müssten Sie 3 Monate aussetzen. Aber das muss auch mal abheilen. Ne? Und das, ich mache ja nichts an den Füßen, wenn ich meine Arme trage. Nein! Was? Du kannst auch mal an mich denken, an unsere Beziehung denken. Guck mal, unsere Beziehung ist fast daran kaputt gegangen. Ja, aber das haben wir doch alles wieder hingekriegt. Der Arzt hat auch gesagt, du sollst dich 2 Wochen ausruhen. Dann ruhst du dich jetzt auch mal 2 Wochen aus. Ja, aber Oberkörper trainieren, was ist dabei? So. Ja, guck dir doch. Guck mal, du hattest sogar irgendwelche Schwindelanfälle. Genau, die Schwindelanfälle, die müssen wir noch abwarten. Die Blutuntersuchungen sind noch unterwegs, ja. Da warten wir jetzt noch drauf. So, ich mache ihn jetzt erstmal hin. Ich hoffe für dich, dass du nicht wieder angefangen hast, hier zu dopen. Da hatte ich vorhin mit Ihrer Freundin drüber gesprochen. Ich hab nicht gedopt, Schatz. Ohne Scheiß. Sie können gerne einen Test von mir machen. So dürfen wir mit Ihrer, also Sie dürfen, Sie müssen uns die Einverständniserklärung geben. Ich darf nicht einfach so irgendwelche Laborwerte abnehmen, ne? Ich schwöre, ich liebe dich. Also können wir das bestimmen? Ich hab dir das versprochen, ehrlich. Dann bestimmen wir das nach. Aber komisch, das auf einmal. Schuster. Hallo. Hallo, geht's? Schuster? Jetzt hör doch mal auf mit dem Theater. Bleiben Sie mal sitzen. Bleiben Sie mal sitzen. Ich kann gar nichts sehen. Moment, nein, nein, nicht in Panik geraten. Nicht in Panik geraten. Als der Patient dann im Verlauf eine Sehstörung entwickelte, wurde das Doping-Thema zweitrangig. Auch die Fußprellung wurde zweitrangig. Hier lag anscheinend eine wesentlich schwerwiegendere und auch akute Erkrankung vor, die einer unmittelbaren weiteren Diagnostik und Behandlung bedurfte. Bitte meldest du bitte einen Notfall-CT an, Andrea. Okay. Echt? Und Bluttest? Bitte machen Sie einen Bluttest. Den Bluttest, den machen wir. Wir machen jetzt aber erstmal, gucken wir mal nach, was los ist. Machen Sie den Mund mal weit auf. Zunge ausstrecken. Hallo? Okay. Ja, ist eine Notfallambulanz. Wir brauchen sofort ein Notfall-CT. Ja, mit Verdacht auf Raumforderung im Kopf. Ja. Der Arzt vermutet, dass der Schwindel und die Sehstörungen des 29-Jährigen vielleicht durch einen Tumor ausgelöst werden. Während dieser Verdacht abgeklärt wird, kümmert sich Patrick Berger gleich um einen nie dagewesenen Fall. Die Patientin ist völlig aufgelöst und stürzt schon im Eingangsbereich auf den Mediziner zu. Entschuldigung, bitte, ich brauche dringend Hilfe. Ich habe irgendwas in der Nase. Ja, das sieht man. Ganz ruhig, Frau Vogel. Wir gehen in den Behandlungsraum. Ich habe Ihnen gesagt, wenn der Arzt frei ist, werden wir... Ja, ich habe Angst, dass das hier... Nee, kommen Sie rein. Kommen Sie rein, alles ruhig, alles gut. So, passen Sie auf, nehmen Sie mal Platz. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal und ganz von Anfang an bitte. Ich bin heute Berger. Hallo, Vogel. Okay. Ich bin heute Morgen in der Dusche, hatte ich Nasenbluten. Ja. Und ich habe das gefühlt und dann habe ich am Spiegel geguckt und auf einmal kommt da irgendwas raus. Es kommt was raus? Und, ja, es kam was raus und es hat sich bewegt. Ich glaube, das ist irgendein Wurm oder sowas. Ich habe versucht, das rauszuziehen, das ging aber nicht. Das hängt hier irgendwie fest. Als die Frau Vogel zu uns in die Notaufnahme kam, fiel mir sofort auf, dass sie total panisch war, was ich am Anfang überhaupt nicht verstehen konnte. Und erst später zeigte sich dann, dass ihre Aufregung eigentlich berechtigt war. Es durchlief mich ein Schauer, als ich hörte, was sie eigentlich hatte. Tatsächlich, da ist wirklich was drin. Sieht irgendwie so aus wie so ein Bluttropfen oder sowas ähnliches. Okay, ich versuche das jetzt gleich mal mit einer Pinzette rauszuziehen, ja? Das kann ein bisschen unangenehm sein. Okay. Hättest du eine Hand frei, dass du mir so ein bisschen reinleuchtest? Ja. Super, alles klar. So, okay. Jetzt mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, ist nicht gerade angenehm, ja? Achtung.
Oh, nee, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Passen Sie auf, wir betäuben mal das eine Nasenloch, ja? Sollen wir es so machen? Was kann das denn sein? Das muss ich mir mal angucken. Was ist denn passiert? Wie ist Ihnen das aufgefallen? Ja, wie gesagt, heute Morgen habe ich es gesehen. Ich muss dazu sagen, ich war bis vor einer Woche war ich in Asien. Ja, nicht erschrecken. Auf Motorradtour und ich hatte einen kleinen Motorradunfall, aber nichts Schlimmes. Motorradunfall? Okay, in Asien. Ja. So, das wird jetzt dick, nicht erschrecken, genau, brennt ein bisschen, gehört aber dazu. Und da hatte ich halt auch Nasenbluten. Okay, ja. Aber ich dachte, da ist einfach nur irgendwie so ein Äderchen geplatzt oder sowas. Okay. Mhm. Und das war jetzt auch weg, also ich bin seit einer Woche wieder hier. Ja. Und da war jetzt nichts mehr, bis heute Morgen halt. Okay, die Kollegin leuchtet jetzt nochmal ins Nasenloch und ich gehe jetzt mal mit der Pinzette etwas tiefer rein. Ja, das kann so ein bisschen Tränenfluss auslösen. Aber sonst dürften Sie jetzt nichts mehr merken, okay? Okay. Achtung! So. Okay, das war's schon. Den Kopf ruhig langsam wieder. Da kommt jetzt noch ein bisschen Blut nach. Ich werde ihr noch einen Nasenschleuder. Ja, was ist das jetzt? Das ist ein Blutegel. Ein Blutegel? Ja. Sie waren in Asien, ne? Ja. Ja gut, da sind die durchaus mal in Flüssen und Seen unterwegs. Waren Sie da baden oder so? Ja. Ja, dann wird das wahrscheinlich da irgendwie so in die Nase reingekommen sein. Was? Wie kann das denn in meine Nase reinkommen? Ja gut, die benutzen so ziemlich jede Öffnung, wo man reinkommen kann. Na, und wenn Sie mal unter Wasser waren, dann reicht es ihm. Und vor allem, wenn Sie da aus dem Nasenloch schon mal geblutet haben, dann ist das ja quasi so eine Einladung für die kleinen Dinger. Oh. Der hat sich jetzt mit Blut vollgesogen, ja? Und wäre irgendwann aber auch abgefallen. Das Problem ist natürlich, es ist jetzt kein steriler Blutegel. Die kann man schon mal in der Medizin einsetzen. Ne? Ja. Das heißt, wir geben Ihnen jetzt ein Antibiotikum mit. Das schlucken Sie als Tablette jetzt mal 7 Tage, damit da keine Infektion entsteht. Und ich würde Sie bitten, in 2 Tagen noch mal zum Hals-Nasen-Ohrenarzt zu gehen, dass er noch mal nachguckt. Wie kann das denn sein, dass ich den die ganze Zeit nicht gemerkt habe? Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Aber bis die anfangen, sich voll zu saugen, sind die sehr, sehr klein. Ne? Und dann merkt man nicht unbedingt was. Okay. Blutegel in der Natur können schädlich sein, dadurch, dass sie in verunreinigten Gewässern leben und durch den Biss des Blutegels Infektionen übertragen werden können. Blutegel werden aber auch als Medizinprodukt eingesetzt. Sie haben unter anderem eine Wirkung auf Thrombosen durch den Speichel, den sie absondern, können sich diese auflösen, können Arthrosebeschwerden lindern und wurden früher in der Vergangenheit auch zu Aderlässen eingesetzt. Sowas hatten wir auch noch nicht. Also, okay, zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, okay? Ja, ja? Okay, gut. Die Wunde, die der Blutegel hinterlassen hat, verheilt gut und ohne Folgeschäden. Der Arzt würde Denise und ihrem Freund Patrick auch gern schnell die Sorgen nehmen. Aber der Bodybuilder wird nach der CT-Untersuchung seines Kopfes direkt notoperiert. So, ich habe jetzt den Anruf von den Kollegen bekommen. Und zwar haben wir da einen Befund erhoben im CT. Ihr Freund hat ein sogenanntes Aneurysma. Das ist eine Aussackung eines Blutgefäßes, die ihn auf den Sehnerv drückt. Und deshalb hat er diese Sehstörungen entwickelt. Ja, und was genau ist das? Also, das kann nämlich, wenn es ist im Moment noch sicher, es ist nicht aufgegangen. Wenn das Aneurysma platzt, im Kopf ist nicht viel Platz. Und wenn das anfängt dort zu bluten, dann drückt das Blut das Gehirn weg. Das kann das Gehirn einklemmen und dann ist er in Lebensgefahr. Aber ihm passiert doch nichts, also, oder? Er muss jetzt erstmal operiert werden. Hören Sie, das kann doch nicht durch den Sport kommen. Nein, also das war jetzt ein reiner Zufallsbefund. So ganz klären, was diesen Schwindel auslöste, tut es auch tatsächlich nicht. Aber diese Sehstörung, die er jetzt gerade entwickelt hat, das kam dadurch, dass er sich aufgeregt hat, der Blutdruck ist hochgegangen und das Aneurysma, das müssen Sie sich wie so ein Luftballon vorstellen. Und je mehr Luft reingepumpt wird, je mehr Blut reingepumpt wird, desto größer wird es. Und dann hat es durch seinen hohen Blutdruck, durch den Stress, den er hatte, auf den Nerv gedrückt und das hat diese Sehstörung, diesen Schwindelanfall ausgelöst. Das kann durchaus sein, dass das auch im Fitnesscenter passiert, wenn er sich hoch anstrengt. Ja? Er muss operiert werden, das dauert jetzt mehrere Stunden. Ja? Aber er wird keine Folgen haben oder also es wird alles gut gehen. Wir müssen die Operation abwarten, okay? Problem ist, bei einem Aneurysma ist es eine Zeitbombe. Das bedeutet, es kann jederzeit hochgehen und gerade bei Blutdruckspitzen, wie es bei unserem Patienten durchaus durch den Sport der Fall ist, ist eine Ruptur, also ein Einreißen dieses Aneurysmas, durchaus möglich. Ich bringe Ihnen jetzt mal einen Kaffee. Bleibst du dabei? Ja. Ja? Okay, danke dir.
Ne? Also es ist wirklich ein großes Glück, dass das hier durch Zufall rausgekommen ist. Das Aneurysma wird in der OP erfolgreich von dem Blutgefäß abgeklemmt. Am Morgen danach besucht Denise ihren Lebensgefährten gemeinsam mit dessen Trainer. Der Mann wird für den Arzt noch zu einer Schlüsselfigur werden. Denn die Frage, ob der Bodybuilder gedopt hat, ist immer noch nicht geklärt. Ah, da kommt der Besuch. So. So. Okay, ich war gerade dabei, das ein bisschen zu erklären, was wir gemacht haben. Also es geht ihm gut, ja. Ist auch nicht mehr auf der Intensivstation überwachungspflichtig, deshalb ist er jetzt hier auf der Normalstation, auf der inneren Station, weil die Chirurgen alles voll haben. Gut, was haben wir gemacht? Also kleines Loch in den Schädel gebohrt, an der Hirnsubstanz vorbei präpariert. Das ist nicht groß, das halt auch komplett narbenlos ab, ne? So, und dann sind wir da dran gegangen und haben quasi die Blutzufuhr hier unterbrochen, ja, sodass das Ganze nicht mehr mit Blut versorgt wird. Das Ganze wird irgendwann mal gerinnen und absterben und der Körper wird das von selber entsorgen. Ja? Da wird er auch irgendwie keine Schäden von tragen oder so. Nein, also jetzt, so wie es aussieht, hat er das sehr gut überstanden. Er wird definitiv noch ein paar Tage hier bleiben müssen. Wir machen regelmäßig neurologische Untersuchungen. Jetzt gibt es noch eine Sache, Herr Schuster. Und zwar, Sie hatten mich ja um diese Blutuntersuchung gebeten. Ist das in Ordnung, wenn wir das jetzt hier in großer Runde besprechen? Ja? Okay, gut. Wir haben in Ihrem Blutbild erhöhte Werte von HGH festgestellt. Was bedeutet HGH? HGH ist das Human Growth Hormone. Es handelt sich um ein Dopingmittel, das im Bodybuilding mitunter eingesetzt wird. Schatz, ich habe nichts gemacht. Ist das dein Ernst? Kann das sein? Ich verstehe das nicht. Ja, wenn es in deinem Blut ist, willst du mich verarschen? Ich habe extra gesagt, der Test soll gemacht werden. Ja, und deswegen ist der Test auch positiv, oder was? Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Nach allem, was wir durchgemacht haben, fängst du wieder damit an. Sie müssen mir das erklären, ich verstehe das nicht. Die sind deutlich erhöht. Also, ich meine, das heißt doch, du hast es genommen. Willst du mich verarschen? Sie müssen es eingenommen haben. Ich habe darauf keine Lust. Schatz, bitte, bitte. Nein, ich habe darauf keine Lust. Schatz, bitte, bitte, Schatz. Schatz, ich liebe dich. Hallo. Denise. Ich liebe dich. Du musst mir doch glauben, bitte. Komm. Schatz, bitte. Ich glaube, wir sind hier. Ich hätte die Beziehung niemals aufs Spiel gesetzt. Denise. Wir haben so viel durchgemacht. Ich glaube, wir sind hier am Punkt. Ich sollte da mal. Was hast du denn damit zu tun? Können Sie der ganzen Sache eine Aufklärung verpassen? Patrick, jetzt mal ganz ehrlich, da ist anderthalb Jahre, wo du richtig Vollgas gemacht hast. Das ist ewig lange her und ey, sei mir nicht böse, aber ey, guck dich an. Ja, was soll das heißen, guck dich an? Ja, komm, ey, ich muss dich ein bisschen unterstützen. Wie, du musst ihn unterstützen? Ja, er trinkt ja immer sein Eiweiß und dann ist er mal schnell. Das ist alles legal, das ist natürliches Produkt. Jetzt komm. Ey, das ist doch dein Ernst. Es tut mir leid, ich meine, das hat ja damit auch nichts zu tun, oder? Ey, unsere Beziehung ist fast dadurch zerbrochen. Ja, ich sag's doch. Du hast ihn gedopt? Ja, ich sag's doch jetzt. Außerdem ist das alles Naturprodukt. Das ist doch. Ey, du bist dein bester Freund. Ja, darum hab ich's ja gemacht. Ich wollte ihn ein bisschen pushen, damit er mal ein bisschen Pump hat nach dem Training, ey. Du kannst abhauen, ey. Die Freundschaft kannst du dir sonst verstecken. Raus mit dir. Patrick. Raus. Hau ab. Hau ab! So, Patrick, ist raus hier! Mensch. Raus! Es tut mir leid! Raus! Patrick, überleg's dir nochmal, ja? Überleg's dir! Raus! Ich will dich nie wieder sehen, hau ab! Also ganz ehrlich, jemand, der sich so verhält, ist für mich überhaupt kein Freund. Und selbst wenn er der Trainer war von Herrn Schuster und ja, vielleicht sich einfach um ihn auf der Trainerebene gesorgt hat, jemanden was ins Essen oder in die Drinks zu mischen, von dem die Person nichts weiß, geht gar nicht. Von daher kann ich die Reaktion von dem Herrn Schuster voll verstehen, dass er ihn einfach rausgeschmissen hat. Okay, Herr Schuster, Sie lassen es langsam angehen, ja, die nächsten Tage. Und dann gucken wir weiter, okay? Gut, alles klar. Bis morgen, ja? Tschüss. Patrick hat das alles gar nicht nötig. Für mich wird er immer die Nummer 1 bleiben. Er braucht gar nicht die Nummer 1 sein bei seinem blöden Sport. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass die Ärzte sich so gut um ihn kümmern. Patrick bleibt 10 Tage zur Beobachtung in der Klinik. Da das Aneurysma entfernt worden ist, hat er kein Schwindelgefühl und keine Sehstörungen mehr. Nachdem die Prellung an seinem Fuß verheilt ist, beginnt Patrick wieder mit leichtem Kraftsport, allerdings ohne seinen ehemaligen Trainer.